Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich endlich das Unboxing von der Goodie Box Mai 2020 für dich. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen diese wunderschöne Box auszupacken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. In diesem Video wird es auch eine kleine Verlosung geben, denn es ist eine Kooperation. Die Box wird mir kostenfrei zur Verfügung gestellt von dem super lieben Team von Goodie Box. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Alle Informationen zur Box und den Gutscheincode willkommen, den du verwenden kannst, wenn du ein neuer Abonnent bist. Und alles Mögliche findest du unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Genau, weil es eine Kooperation ist, gibt es in diesem Video auch was zu verlosen. Ich habe jetzt keine Box, aber ich habe ein kleines Palettchen, was ich jetzt auch schon gerade aus seiner Verpackung rausgenommen habe. Und zwar ist das von I Heart Revolution, diese Face-Palette. Da hast du enthalten, ach, die ist wunderschön, oder? Ein Bronzer-Topper und ein Highlighter-Blush-Topper, je nachdem, wie du das gerne verwenden möchtest. Ich habe die in einer etwas helleren Variante, weil ich bin ja so ein heller Mensch. Und ich mache sie mal kurz auf. So schaut sie aus und ich finde die unheimlich schön. Die Highlighter oder allgemein die Schimmerprodukte von Revolution sind unheimlich schön pigmentiert und super weich und soft. Und ich packe das schnell wieder zurück, denn das kannst du in diesem Video gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, ist ganz einfach. Du solltest Abonnent von meinem Kanal sein, denn diese Verlosung richtet sich natürlich an meine Abonnenten. Und das bist du entweder schon oder du wirst es einmal hier unten. Da kannst du einfach hier auf den Abo-Button klicken. Und schreib mir einfach einen lieben Kommentar mit dem Hashtag GoodieBox. Easy peasy, das kriegen wir hin. Und die GoodieBox kostet 19,95 € im Monat. Es ist eine monatliche Abo-Box und ich liebe dieses Schubladendesign. Und hier oben steht ganz dezent Goodiebox drauf. Ansonsten ist es wirklich sehr, sehr schlicht, aber meistens stapelt man die. Und ich verwende die jetzt auch tatsächlich, um meine Masken aufzubewahren. Da werde ich morgen ein Video zu drehen und ich habe extra auf diese Box gewartet, bis ich das Video drehe, weil es halt ein weiterer Platz für mich ist, den ich brauche. Im Monat Mai, der ja mein Geburtstagsmonat ist, haben wir ein wundervolles Design mit diesen schönen Blumen. Das ist Mohn, ne? Klatschmohn müsste das sein. Finde ich ultra. Also das ist echt eine Claudi-Design-Box, sage ich mal. Man öffnet das Ganze einmal und hat irgendwie über 65 € Wert immer mit dabei. Genau, hier haben wir dann einmal den ersten Blick und da steht drauf The Boost Box. Taking care of yourself is not a nice to have, it is a must have, finde ich absolut. Ich finde das super, super wichtig, sich um sich selbst zu kümmern. Und das ist halt auch entsprechend das Thema und auch irgendwo so diese Botschaft, die Goodie Box mit uns mit auf den Weg geben möchte. Und zwar geht es darum, dass man sich mehr um sich selber kümmern sollte. Man sollte sich mehr Auszeit nehmen, mehr Me-Time. Man sollte mehr auf sich achten. Man achtet viel auf sein Umfeld, aber man achtet wenig auf sich selbst und nimmt sich immer wieder gerne zurück. Das geht mir genauso. Deswegen freue ich mich immens auf meine 3,5 Wochen Urlaub, die ich jetzt bald haben werde. 1A. Es wird richtig, richtig schön und ich werde erholt wie nie aus diesem Urlaub rauskommen. Genau. Ein Gutschein von Naked. Das muss ich auf jeden Fall mir mal anschauen. Ich habe überhaupt noch nichts aus diesem Online-Shop. Und hier ist ein 15%-Code mit drauf. Und wenn ich hier hinten drauf gucke, sehe ich doch wirklich richtig schöne Outfits. Das ist echt nice, ne? Muss ich echt mal gucken. Nicht wundern, Sammy tabert hier so ein bisschen durch die Gegend. Der wollte eben unbedingt mit in dieses Zimmer. Er wollte unbedingt bei mir sein. Jetzt ist er bei mir. Jetzt ist ihm langweilig. Okay, die Goodie Box riecht unfassbar gut. Und hier haben wir übrigens das Produkt drin, was ich eben kurz zeigen wollte. Was du bekommst, wenn du den Gutscheincode WILLKOMMEN eingibst und damit die Goodie Box abonnierst. Das ist ein gratis Produkt, das hat glaube ich einen Wert von 26 € oder so. Und das ist ein Trockenshampoo von Rose Avenue Glamorous Volumizing Dry Shampoo. Und ich liebe den Spruch, don't be a lady, be a legend. Finde es herrlich. Ich habe das auch schon einmal da. Ich bin echt hart am Überlegen, ob ich das mal verwende, jetzt gerade im Urlaub. Vielleicht habe ich nicht jeden Tag Bock, mir die Haare zu waschen. Vielleicht werde ich echt mal Trockenshampoo verwenden. Muss ich mal schauen. Aber es soll richtig gut sein, so wie ich das gehört habe. So, ich rede und rede und wir haben noch nicht in die Box geschaut. Wir haben ein mintgrünes Seidenpapier, was ich richtig feiere. Ich liebe mintgrün, ich liebe türkis, ich mag diese ganzen maritimen Töne, was man jetzt heute nicht unbedingt sieht. Heute habe ich so ein rotes Kleid mir angezogen und als ich dann von der Arbeit nach Hause kam, habe ich mich so ein bisschen geschminkt mit der Lethal Cosmetics mit Jolina Men Palette.
Ich brauchte ein bisschen Selbsttherapie, deswegen habe ich mir ein bisschen Farbe auf die Augen gegeben. Und wir schauen jetzt einfach mal rein. So, ich laber und laber und laber und mache hier nichts. So. Es gibt hier kein Kröbelpapier oder so. Oh, da sehe ich schon was. Der erste Blick in die Box und der gefällt mir schon richtig gut. Übrigens finde ich, dass dieses Apricot von der Box mega gut zusammenpasst mit diesem türkisen Seidenpapier. Okay. Als erstes habe ich hier ein dekoratives Kosmetikprodukt von Bella Pierre Cosmetics drin und ich mag Bella Pierre Cosmetics richtig, richtig gerne. Und das scheint mir ein Blush zu sein. Ja, Mineral Blush in der Farbe Amaretto. Ich habe jetzt natürlich Blush drauf, aber ich mache ja immer wieder so Schminkies, wo ich Full Face, New Innies, New Make-up Produkte teste und das wird auf jeden Fall mit dazu wandern. Richtig cool. Ich entferne hier mal den Verschluss. Ah ja, das ist immer bei losem Blush so eine Sache, weil dann hüpft die erstmal das ganze Produkt raus. So schaut das aus. Ist halt lose, hat ganz viele Löcher. Große Löcher, was ich feiere. Das finde ich sehr, sehr gut. Und das scheint so ein Rosenholzton zu sein. Oh. Sehr, sehr dezent. Kannst du garantiert schön aufbauen. Aber er macht was. Muss ein bisschen mehr nehmen. Wahrscheinlich mit dem Pinsel auch ein bisschen schöner. Und der hat einen Schimmer mit drin, was ich auch cool finde. Nice. Das ist eine schöne, natürliche Frühlingsfarbe. Wobei, wenn Frühling, könnte das vielleicht noch heller sein. Wobei, der schimmert. Dann ist es schon wieder Frühling, ne? Wird auf jeden Fall getestet. Finde ich richtig klasse. Ja, mega. Und das ist nicht günstig. Bella Pierre ist richtig hochpreisig. Und wir haben hier drin 4 Gramm, ne? Richtig gut. So, dann habe ich hier ein Produkt drin, was ich feiere, und zwar ist es ein Pinsel. Ich liebe Pinsel, also wow. Wer sich, also ich muss hier unbedingt mal zeigen, wie mein Tisch hier aussieht. Das ist hier alles voll mit Pinseln und Krams und das ist von Nire und von Nire hatten wir was schon mal. Radiant Blush, ja bitte. Das passt ja wohl mal wie die Faust aufs Auge. Ein richtig schöner Pinsel. Oh mein Gott, finde ich den schön. Der ist hier so, geht hier ein bisschen schmaler zusammen und der fühlt sich super weich an. Wir hatten auch schon von Nire, glaube ich, aber die habe ich jetzt gerade in der Wäsche. Nee, da ist einer. Ja, hatten wir schon so einen Pinsel mal hier in der Goodiebox mit drin. Und den finde ich auch richtig, richtig toll. Finde ich klasse. Und oh, ich liebe es, wenn ich Pinsel mit drin habe. Weil Pinsel kann ich immer gut gebrauchen. Das ist die Nummer 305 Radiant Blush. Und oh mein Gott, ich freue mich so drauf. Der wird verwendet zusammen mit dem Blush. Das passt ja 1A. Ne? Das haben die sich gut überlegt, ein gutes Konzept. Und der passt hier auch gut rein. Das finde ich toll. Aber ich habe Blush drauf. Ach, was soll's, komm. Wir machen den jetzt einfach mal aufs Gesicht. Ich habe da einfach Bock drauf. Natürlich, normalerweise machst du es in Deckel und abklopfen und Heititai, aber ich weiß nicht. Vielleicht möchte ich das auch einfach so direkt aufgeben. Das ist ja nicht so mega intensiv. Könnte farblich sogar zu dem passen, den ich gerade drauf habe. Ich habe jetzt richtig was drauf, ne? Also, ja, das ist jetzt Overblush, hallo. Aber ich habe ja auch einen sehr roten Look. Also von daher ist es gar nicht so wild, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, ist jetzt overblushed, ne? Da wollen wir gar nicht drüber streiten, aber ich finde es toll. Der ist schön. Ne? Ja, die Glitzerpigmente sind doch etwas, oder die Schimmerpigmente sind etwas gröber. Ich hätte es tatsächlich lieber, wenn die nicht so grob wären. Ich sehe sie tatsächlich schon auf meinem Gesicht, aber egal. Gefällt mir. Doch. Das ist jetzt intensiv, ne? Also, ich habe jetzt geschichtet und so ein Kram. Also, da brauchen wir gar nicht, wie gesagt. Aber der Blushpinsel gefällt mir schon mal. Und der Blush an sich von der Farbe passt auch zu mir. Läuft. Schöne Produkte. Okay, als nächstes habe ich hier etwas von Mud Masky. Ei, da sind Blütchen. Blütchen drauf, ne? Blüten. Leave Me On Spring Mask. Brightening, Regenerating, Protecting, Restoring and Moisturizing. 40 ml. Und die Produkte von Mud Masky sind super hochpreisig. Also das ist ja der Wahnsinn, dass sie das mit drin haben. Riechst du so nichts durch? Müsste auch zu sein. Ja, ist halt zugeklebt. Da riecht man jetzt so nichts durch. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie die so ist. Und die machst du dir dann aufs Gesicht und lässt es drauf. Finde ich cool. Peter Certified Skin Loving Ingredients. Eine Marke, die aus Holland kommt. Ja gut, Sunblocker 10 ist jetzt nicht so das meiste. Finde ich, ich glaube, ich hatte sowas Ähnliches schon mal, so eine Leave Me On Mask von Mud Masky. Weiß ich nicht, kommt mir so bekannt vor. Aber das ist mit Spring ist und so und Brightening, das ist ja voll mein Ding. Finde ich klasse, das muss ich auf jeden Fall mal testen. Lichtschutzfaktor 10 ist jetzt ein bisschen wenig für mich. Ich habe normalerweise so 30 oder 50, ne? Also ich bin halt sehr, sehr hell. Gut, dann haben wir etwas von Huygens. Huygens?
Die Marke hatte ich letztens erst in meinem Aufgebraucht-Video, was noch kommen wird. Das ist noch gar nicht online. Genau, da hatte ich, glaube ich, einen Gesichtsreiniger drin. Und das hier ist Le Gommage pour le Corps. Organic Body Scrub. Das ist, wow, ein, wundervolles Körperpeeling. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Das ist ein schönes Design von dem Packaging. Das mag ich richtig gerne. Das ist sogar vegan. Das ist bio, no animal testing. Richtig, richtig freundlich. Finde ich toll. Ist einfach ein Körperpeeling, ne? Oh, das soll sogar feuchtigkeitsspendend sein. Das finde ich auch interessant. Jo, wird auf jeden Fall ausgetestet. Finde ich klasse. Oh, süß. Guck mal. Jetzt habe ich hier noch ein Scrunchie mit drin. Es ist halt rosa, ne? Das ist jetzt schon sehr pinky, sehr girly, ne? Ich habe ja gesagt, an meinem Geburtstag nächste Woche Freitag möchte ich als Prinzessin rumlaufen. Da wäre das auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Wow. Pink ist mal eine Ansage. Soll ich mal versuchen, das drauf zu machen? Also jetzt einfach als Bommel in der Haare. Kann man machen, ne? Ich muss immer, wenn ich mir einen Bommel mache, meinen kleinen Ring hier abnehmen, weil der halt, ist ja von Goodido, der ist ja so offen, ne? Das verheddert sich immer in meinen Haaren. Ja. Wird ja noch geweitet mit der Zeit. Kann man sich auf jeden Fall in einen Bommel reinmachen. Cutie. Definitiv. Muss ich sagen. Hängt aber die Hälfte raus. Also so ganz optimal ist es nicht. Aber halt, wenn ich hier oben meinen Bommel mache und dann kann man das da drum zumachen. Aber ich habe jetzt gerade kein anderes Haargummi da, dass man das demonstrieren könnte. Aber ne, finde ich ganz süß, ganz niedlich. Und ich gehe auch immer mehr dazu über, auch diese Scrunchies zu mögen. Anfangs habe ich immer, als sie halt so gehypt wurden, wie auch immer, gedacht, nee, ist nicht so ganz meine Welt. Das ist so ein bisschen, ne, zu girly. Jetzt ist es auch noch pink. Ja, komm, wir testen das mal. Okay, last but not least haben wir hier drin von Pixie by Petra eine super interessante Marke. Ein Shea Lip Balm. Das ist einfach ein Lippenbalsam und den kann man jetzt aktuell sehr, sehr gut gebrauchen. Jo, weiß nicht, ob der sogar, ja, ein bisschen Natural Rose, der ist auch noch ein bisschen tinted, dann hast du auch noch so ein bisschen Lippenfarbe mit drin. Das finde ich ganz cool und ja, nice, nice. Hat diese Box mich geboostet? Definitiv. Sie macht dir ein frisches Gesicht, sie macht dir frische Lippen, die macht dir ein frisches Gesicht, die macht dir einen wundervoll frischen Körper. Läuft. Was will man mehr? Und natürlich hier, das ist die Frühlingsfarbe überhaupt. Ich glaube, ich habe bei anderen auch gesehen, dass die andere Farben mit drin hatten, wenn ich mich nicht täusche. Weiß ich nicht. Aber ich finde schon, dass es auf jeden Fall passt. Geil. Gefällt mir auf jeden Fall. Denk an die Verlosung. Denk an den Code Willkommen, wenn du die Box abonnieren möchtest, um halt dieses Trockenshampoo gratis mit dabei zu bekommen. Es wäre halt schade, wenn du die abonnierst und dann halt nicht das Gratis-Produkt mitbekommst. Und ja, das war's auch schon. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!